Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Ich bin's wieder, euer Sonic, und es geht wieder weiter mit Joe's Diner. Jo, ich habe ja letztes Mal schon überlegt, ob ich überhaupt noch weiterspiele. Dann haben wir uns gesagt, ja, machen wir noch auf jeden Fall eine Folge. Dann da wir wieder auf weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, in der 13. Nachtschicht, und ich glaube sogar, nachdem ich da jetzt am Anfang schon Zeit verloren habe, werden wir das einfach nur mal laden. Noch viel gescheiter, denn momentan, beziehungsweise jetzt kommt es natürlich schon wirklich auf jede Sekunde irgendwie an. Denn es wird schon schwerer, es wird anspruchsvoller. Was heißt anspruchsvoller? Es ist nach wie vor ein uninteressantes Spiel. ich kann es sagen, weil ich bin sowieso, also meine Videos sind nicht monetarisiert, und die gleichen YouTube-Regeln sind mir dann sozusagen ziemlich egal. Ich mache das nur just for fun, verdiene mir kein Geld damit. Okay, zweimal müssen wir auf jeden Fall noch dahinter, weil da zwei Flaschen stehen. Und ja, wir behalten die Taktik ja einfach bei, wie ich es letztes Mal schon gemacht habe, dass ich erst alles irgendwie von hinten zusammenrahme. Da ich dann schön erfahren bin und da immer die kürzesten Wege habe. Das ist nicht der Staubsauger. Jetzt probieren wir wieder die rechte Tür, jetzt wird es diesmal das linke sein. Ja. Okay, also jetzt ist die andere Toilette. Ich habe es mir schon gedacht, dass es jetzt dann irgendwann einmal so sein wird, ne? Aber egal. Leise Geräusche können wir im Endeffekt am Anfang sowieso wieder ignorieren. Am besten natürlich, wenn es hier vorne ist. Auch dieses Geräusch werden wir jetzt nur ignorieren. Da jetzt dann sowieso wieder zurückgehen in die Küche. Und holen wir aber vorher nur die letzte Flasche da hinten. Ein bisschen mit Lärm muss er leben, der grimmige Feder, ne? Die grimmige Feder. Ist halt so. Gut, dann schauen wir, dass wir das Telefon gleich mal abstellen dann. Da haben wir gelernt letztes Mal, dass wir das Zeug essen können. Es kostet natürlich wieder alles sau viel Zeit. Das Handy ignorieren wir mal vollkommen. Brauchen wir momentan noch gar nicht da. Da sind auch zwei Sachen zum Abräumen. Die lassen wir uns als letztes über. Und dann erst da weiter. Da steht dann noch Flaschen auch. Das ist jetzt wieder ein Wasserhahn. Und dann werden wir natürlich da mal das Handy abdrehen. Den Wasserhahn werden wir jetzt einmal komplett ignorieren, würde ich sagen. Machen wir einfach, und bevor wir da drüber rennen, essen wir das. Na? Wollte wieder nicht. Das werden wir nicht ignorieren, weil es nämlich sonst doch auf die Dauer zu laut wird. Dann holen wir uns die Flaschen da hinten, und dann sind die anderen zwei Sachen hier vorne. Ich weiß jetzt momentan nicht, wie es von der Zeit ausschaut. Okay, das dürfte sich easy eigentlich ausgehen. Außer natürlich dieses Telefon läutet. Und dafür muss ich eigentlich nach hinten, es geht nicht anders. Beziehungsweise das ist ja gar nicht das Telefon, sondern das ist der Wecker, und dadurch werde ich das jetzt zeitlich nicht mehr schaffen können. Mal. Werde ich nicht mehr schaffen können, weil die Zeit zu schnell vergeht. Ja, es ist eben gleich 6. Ah, schade, das hätte so gut angefangen, wirklich so gut angefangen. Und dann schaffen wir es natürlich nicht, ne?
Schade, schade, Game over. Gut, probieren wir es nochmal. Vielleicht haben wir mehr Glück. Vielleicht haben wir mehr Glück. Ah, das ständige Spiel laden. Warum geht es nicht einfach an der Stelle weiter? Warum muss ich da ständig wieder laden? Ich verstehe es nicht. Liebe Programmierer, warum? Warum? Einfach wieder einspringen ins Spiel. Das wäre doch intelligent zumindest, würde ich mal sagen. Ne? Einfach intelligent. Oder wäre auch cool mit zwei Mistkübeln. Wäre ja auch super. Wenn ich jedes Mal da vorrennen muss, aber dann wäre es halt natürlich wieder viel zu leicht. Ne? Das ist die Eismaschine, oder? Das ist die Eismaschine. Nein, ist es nicht. Dann ist das, was vorne ist. Hey, das, was in der Küche ist, glaube ich. Dürfte es sein. Das ist jetzt wieder hinten am Klo. Immer dahinter rein. Ah. Jetzt probieren wir mal links aus. Ich glaube nicht, dass es schaffbar ist. Das ist natürlich jetzt. Ah. Ich glaube nicht, dass es schaffbar ist, wenn man ständig wirklich alle Geräusche alle ausmachen möchte. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und schon erst, wenn es jetzt die ganze Zeit angeht, dass da hinten die Geräusche sind, ne? Wir haben nur 8 Sachen, es ist schon fast 2. Okay, das ist nur das Brutzelding da. Ganz egal momentan. Ich tue halt einfach, ja, wieder hinten. Warum auch nicht? Gut, wir riskieren jetzt wieder, dass es nicht ausmacht. Ich habe die Zeit nicht mehr zum Hinterreiner, es ist gleich 3. Ich bleibe überall hängen, wir haben nur 6 Sachen zum Abräumen, beziehungsweise 5 jetzt. Wir müssen da einfach jetzt mit dem Risiko leben. Ja, jetzt wird es dann auf jeden Fall zu laut. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was macht. Das ist der Staubsauger hinten, glaube ich. Jetzt sind zu viele Sachen, die was hinten sind. Ja, Game Over. Gut, Leute. Und genau an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, wir beenden dieses Let's Play. Und zwar für immer. Denn wirklich 30 Nachtschichten spielen ist mir für das Spiel zu doof. Liebe Programmierer oder liebe Spieleentwickler, 5 Euro, ja, okay. Aber 20 Euro für das Spiel, wo ich eigentlich nur mal dumm renne, abräume. Für nichts und wieder nichts. Und es nicht einmal spannend ist. Jo. Gut. Man muss halt auch mal Sachen kaufen, die was ein Fehler sind, ja. Für das Spiel hätte ich für das Geld hätte ich auf jeden Fall auch einen. Tolles Spiel bekommen, aber gut, man lernt aus diesen Sachen und wir beenden an dieser Stelle das Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch,
Kann man jetzt nicht so vorstellen, dass so ein Let's Play so gefällt. Und lasst mal wieder Kommentare da. Und ja, wir sehen sie dann beim nächsten Mal in andere Let's Plays. Und somit alles Gute weiterhin oder einen schönen Tag noch. Oder was weiß ich. Ich bin jetzt einfach nur enttäuscht von dem Spiel. So, passt dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.